Lieber Gott, es gibt nichts Schöneres, als an diesem herrlichen Samstagabend als Familie vereint zu sein, um diese Nahrungsmittel zu teilen. Musste das sein? Ich will dir nur das Beste für sie. Was machst du? Wie immer gar nichts. Magdalena hat seit neuestem einen Freund. Werden sie heiraten? Ich weiß nicht. Sie hat gesagt, dass sie sich darüber keine Gedanken machen, weil sie ja noch so jung sind. Gott, vergib Magdalena, denn sie weiß nicht, was sie tut. Papa. Hör zu, Eve. Du wirst sehen, Magdalenas Entscheidung wird böse Konsequenzen haben.